Man spürt das schon einfach, dass jetzt das Derby ansteht. Das sogenannte Prickeln liegt in der Luft und da brauche ich niemanden besonders drauf einstellen. Die Jungs und der Trainer, wir sind alle einfach heiß und freuen uns, dass es losgeht. Es ist ein besonderes Spiel, es hat einfach den Charakter eines Pokalspiels oder eines K.O.-Spiels und deswegen ist das egal, wie die momentane Form ist oder wie die letzten Wochen für die einzelnen Mannschaften liefen. Es zählt einfach nur das, was am Samstag in den 19 Minuten auf dem Platz steht. Entscheidend wird sein, was man unter der Brust trägt, inwiefern das Herz brennt und natürlich gehört auch ein Quäntchen Glück dazu, aber ich glaube, es ist egal, ob man jetzt erfolgreiche Wochen vor sich hat oder weniger erfolgreiche Wochen. Wir sind in den vergangenen Wochen ruhig geblieben, wo es nicht so gut lief oder wo wir mal Spiele hatten, die nicht so nach Plan liefen. Wir sind aber auch ruhig geblieben, wenn wir gute Spiele absolviert haben und wir bleiben jetzt auch ruhig, wir bleiben selbstkritisch. Wir wissen auch, welche Stärke Dortmund hat. Sie haben eine brutale individuelle Klasse. Wir sind nicht der klare Favorit, sondern es ist einfach ein Spiel auf Augenhöhe beider Mannschaften.